das Pechstein-Museum, das wir euch heute etwas näher zeigen wollen. Neben mir stehen Özlem und Charlene und hinter der Kamera John. Hier sehen wir einmal, wie Max Pechstein damals aussah, und dann gehen wir einmal in die Ausstellung von ihm. Hier sehen wir einmal sein ältestes Bild in der Ausstellung, was er um 1895 gemalt hat. Da war er gerade mal 14 und ich finde, dafür hat er das echt gut gemalt. Am Anfang seiner Karriere hat er Glasmalereien und Mosaike gemacht. Die Motive auf seinen Bildern kommen durch seine Reisen, unter anderem auf die Insel Palau. Das Meer, badende Menschen und die Kultur von Palau sind oft zu sehen. In der Ausstellung finde ich nicht nur die Bilder besonders schön, sondern ich finde auch, dass die Wände und Decken sehr schön gestaltet sind. Hier sieht man sein Blumenstillleben, das er auf zwei Seiten gemalt hat, aufgrund, dass es einfach kostengünstiger war. Hier ist nochmal Max Pechstein zu sehen. Er hat sich mit einer Pfeife hingemalt. Dann sieht man auf dem nächsten Bild seinen Sohn. Hier ist seine Schwester zu sehen und hier dann noch einmal seine Frau. Diese Bilder wurden in den 50ern von ihm gemalt und daran sieht man auch sehr gut, dass seine Werke immer farbenfroh wurden. Das war unsere kleine Führung durch das Max-Pechstein-Museum. Ich hoffe, es hat euch gefallen.